Tabelle und wir fangen direkt mal an mit dem heutigen Start bzw. mit der Pressekonferenz zum Start von ZDF Kultur. Das ZDF ist im Moment noch eher so von, ich sag mal, älteren Zuschauern geprägt, also im Vergleich zu anderen TV-Sendern. Wissen denn Ihre Pläne jetzt, vielleicht auch in Anbetracht der Programmreform, dass auch mehr jüngere Zuschauer angesprochen werden? Ja, das ist die Strategie, die dahinter steckt, sowohl bei Neo als jetzt auch bei Kultur, übrigens auch bei Info. Alle drei, vor allem die beiden, die schon senden, also Info und Neo, sind ja jünger als das Hauptprogramm. Ja, deutlich jünger. Das hat mit der Empfangbarkeit über digitale Einrichtungen, das machen halt eher die Jüngeren. Ja. Aber es zeigt auch das kompakte Angebot eines Genres, ja, eines auf eine Altersgruppe eher zielenden Programm. Das hat seine positiven Auswirkungen. Ist das denn erst der Start? Also wenn wir jetzt haben wir jetzt drei Kanäle, sagen wir mal, offiziell im Moment, die eben über die digitale, sagen wir mal, Spartenprogramme laufen, ist das erst ein Anfang? Können wir in Zukunft, sagen wir mal, in 2, 3 Jahren noch ein viertes, noch ein fünftes Kanälchen in Anführungszeichen erwarten oder ist das erstmal abgeschlossen? Also ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Okay. Nicht? Fernsehen ist einfach eine teure Sache. Mhm. Ja. Und schon jetzt sind ja die Mittel, die dort aufgewendet werden, recht gering. Nicht? Neo hat echtes Geld, 15 Millionen im Moment. Das ist fast nichts, wenn Sie wissen, wie teuer Fernsehen eigentlich ist. Also einen Fernsehfilm bekommen Sie nicht unter 1 Million. Dann können Sie ermessen, wie wenig Geld das eigentlich ist. Es lebt also von den Synergien zum Hauptprogramm, müsste aber noch mehr eigenes Profil haben. Und dieser Konflikt, ja, der muss noch geklärt werden. Ich würde schon gerne, wenn ich beim Beispiel Neo bleiben darf, dort noch innovativer und neuer werden. Aber das muss auch bezahlt werden. Klar, selbstverständlich. Das ist aber immer die Problematik. Ohne Gebührenerhöhung, nicht? Wir wissen ja, wir kriegen keinen Cent mehr dafür. Wir müssen es aus dem erwirtschaften, was wir haben. Ist auch möglich. Ja. Heißt das denn, jetzt muss ich noch kurz nachhaken, heißt das denn jetzt auch über die Gebührenneuordnung ab 2013, dass das, was an Mehreinnahmen kommen wird, in diese Kanäle gesteckt wird oder wird das, ich sag mal, gleichmäßig verteilt auch vielleicht aufs Hauptprogramm vom ZDF? Also Mehreinnahmen sind ja noch nicht fix. Ja, es könnte sein, kann auch nicht sein. Wir wissen weder, wie diese Umstellung läuft, noch wie die Gebührenentscheidung dann der KEF ausfällt. Sieht man aber die Bevölkerungsentwicklung, ich werde jetzt also grundsätzlich, ja, dass die Bevölkerung immer älter wird, ja, ist es doch logisch, dass der Anteil oder die Zahl der Gebührenzahler nachlassen wird. In der Zeitachse in 10 bis 15 Jahren, das ist eigentlich fast schon übermorgen. Also können wir nicht davon ausgehen, dass wir mit einer Geldvermehrung arbeiten können. Nein, wir müssen lernen, mit dem auszukommen, was wir haben, ja, im Großen und Ganzen. Ich weiß auch nicht, wie die Inflation jetzt laufen wird und anderes, ja, aber das ist die Dimension. Und das muss man mit gewitzter Aufteilung der Mittel einfach schaffen. Wenn wir daran hängen bleiben, dass ich glaube, Herr Schächter auf der Bühne sagte, Kannibalismus zwischen den einzelnen Kanälen als Schlagwort. Inwieweit grenzt sich denn der Kulturkanal von Neo beziehungsweise wie ist denn der Unterschied zum Theaterkanal? Jetzt mal unabhängig davon, dass der Theaterkanal nur 4 Stunden gesendet hat und der Kulturkanal 24 Stunden senden wird. Also der Unterschied ist erstmal, der Theaterstücke sind wichtig. Ich gehe auch ab und zu ins Theater, wenn ich es schaffe. Aber es hat kaum jemand gesehen. Das muss man auch klar sagen. Es gab den Scherz, man hätte besser die Kassetten verschickt. Ja, es sei dann doch günstiger gewesen, nicht bei der Anzahl der Zuschauer. Und es ist einfach der Versuch jetzt beim Kulturkanal, Kultur zu machen, aber mehr zu erreichen. Also auch Jüngere, nicht? Wir haben die klassische Musik zum Beispiel auch im Hauptprogramm. Wir wissen, 3-4% von unter 50-Jährigen sind da dabei, also fast kaum jemand. Und deswegen dieses Aufbauen zu moderner Musik zum Beispiel, auch zu moderneren Kulturangeboten, auch das Nutzen von modernen Möglichkeiten des Netzes, ja. Die Verbindung Netz-Fernsehkanäle ist ja ein großes Thema, ja. Und das ist eine logische Entwicklung. Wird es denn, jetzt mache ich das ja schon klassisch so, wird es denn in Zukunft mehrere, ich sag mal, Filme wie jetzt diese Synergieeffekt, den Sie auch gerade erwähnt haben, gab es jetzt letztens, wie hieß sie nochmal, die Sendung, die im ZDF kam? Dina Fox. Dina Fox, danke schön. Wird es das in Zukunft mehr geben, weil sich da jetzt die Geister scheiden, so in der Medienkritik, ob das erfolgreich war oder eben nicht erfolgreich war? Ehrlich gesagt, Sie sind eigentlich jünger und müssten es besser wissen. Also, das war ein guter Versuch. Ja. Ja, es war mal ein Krimi, den das kleine Fernsehspiel produziert hatte, mit einer starken Internetstrang, mit einer Auflösung. Und da hat es super funktioniert. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ja, wir haben auch schon andere Dinge gehabt. Ion Tichy, ja, dieser verrückte Raumpilot mit meiner
einer meiner Lieblingsschauspielerin, Nora Tschirner, ja, die damals, als sie noch nicht so bekannt war, damit gespielt hatte. Das sind interessante Übungen. Ich bin mir sicher, dass in 20 Jahren diese Form von Programm klar wichtiger ist. Ja, vielleicht schon dann deutlich stärker im Fokus steht, auch bei Preisen bedacht wird und anderem. Im Augenblick ist es Experimentierphase. Aber eine spannende Nummer. Ja, und ich bin verblüfft, wie schnell im Netz die Leute darauf eingestiegen sind. Ja, wirklich verblüffend, hätte ich nie gedacht. Denn es war ja nicht so exponiert platziert, es war hinter einem Fußballspiel, das dann für uns Gott sei Dank eine Verlängerung hatte, für Dina Fox aber gar nicht gut. Trotzdem war es okay, auch die jüngeren Zuschauer waren okay. Ja, im Netz noch besser. Wie ist denn der bisherige Marktwert, ich glaube von ZDF Neo sind 0,3%, hat mir, glaube ich, gesagt, Tendenz jetzt schon 0,4%. Ja. Wie ist denn die Zukunftsorientierung dahin? Was erwarten Sie denn in den nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahren von den Sender ZDF Neo? Also die 1%-Grenze müsste in den nächsten 1-2 Jahren überschritten werden, ja. Bei den Jüngeren auch, nicht? Also nicht nur im Gesamtmarkt. Das wäre ja leicht gewesen. Dann hätten wir den Sender schon lange hochbekommen, wenn der die ähnliche Altersstruktur hätte. Das wäre schon mal ein großer Erfolg. Und wenn er irgendwann bei 3-4% landen würde, wäre ich schon sehr zufrieden, ja, bei dieser Altersstruktur. Das ist sozusagen das mittelfristige Ziel. Die Frage, die jedem Zuschauer natürlich unter den Nägeln brennt, wir haben es vorher auch schon angesprochen, wenn das Thomas Gottschalk wird aufhören, wie sehen denn die Pläne von Ihnen aus? Gibt es einen Favoriten? Wenn ja, wie sieht die Planung aus? Nee, gibt es wirklich nicht. Es ist jemand wie Thomas Gottschalk, ist extrem schwer zu ersetzen. Die Geschichte mit Wetten, das ist so lang und so erfolgreich. Also da warte ich erstmal ab, mindestens bis zur Sendung auf Mallorca, das ist die Sommersendung, dann haben wir noch 3, ja, und dann beginnt die scharfe Phase, wo man dann überlegt, was man macht. Ich würde gerne dann im Dezember schon sagen können, wer es denn machen würde, und wir machen sicherlich eine Pause nach der letzten Sendung im Dezember, erstens um der oder dem Neuen eine Chance zu geben, sich ein bisschen abzusetzen von Thomas Gottschalk. Oder aber, es soll gleichzeitig auch am Konzept gearbeitet werden. Man kann eigentlich einfach 1:1 das dann auf ein neues Gesicht umschreiben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich sage immer A, B und C sind die Möglichkeiten. Ich weiß selbst nicht, welche zum Zuge kommt. Herr Schächter wird aufhören nächstes Jahr. Sie werden als Nachfolger gehandelt. Wie groß wäre Ihre Lust, beziehungsweise ist Ihre Lust, das Amt von Herrn Schächter zu übernehmen? Also ich habe es auch in der Zeitung gelesen, dass ich gehandelt werde. Meine Lust hängt von der Lust des Fernsehrats ab. Ja, ich habe das gehört, dass da ein Interesse bestehen könnte, aber es ist wirklich die Stunde des Fernsehrats. Der muss sich zusammensetzen und wird ermitteln in der nächsten Woche, ob es ein breites Interesse für einen Kandidaten gibt. Ja, ich weiß nicht, wer sich sonst noch beworben hat. Ja, das weiß alles nur der Fernsehrat, speziell der Fernsehratsvorsitzende Ruprecht Polenz. Und wenn das Signal aus dieser Veranstaltung der nächsten Woche käme, man sähe einen Kandidaten, dann würde ich mich auch dazu äußern. Ja, alles andere ist verfrüht. Es ist wirklich die Stunde des Fernsehrats. Er hat die souveräne Entscheidung zu treffen, wer dann die Nachfolge von Markus Schächter antritt. Und niemand anderes, nur der Fernsehrat. Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, Herr Bennett. Danke.